Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei meinem ersten Vlog. Da wir uns gerade mitten in der Adventszeit befinden, habe ich Lust, euch all meine kreativen Schandtaten aus der ersten Adventswoche aufzuzählen, beziehungsweise euch davon zu berichten. Also lehnt euch einfach zurück, macht euch einen Kaffee, Tee oder was ihr sonst so trinkt und genießt dieses Video. Mein erstes, Achtung, Spoiler-Alarm, immer noch nicht beendetes Projekt ist das Vampire Diaries Bild, welches auf meinem Schreibtisch schon fast vergammelt ist. Ich hatte Stefan bereits fertig und dann einfach keine Zeit mehr gefunden, daran weiterzuzeichnen. Jetzt hatte ich endlich wieder etwas Luft und ich konnte an Elena weiterzeichnen. Ich zeichne ja total gerne mit Kohle, Graphit und Buntstiften, aber was bei mir noch nicht hundertprozentig klappt, das sind die Falten. Okay, die drei Porträts bzw. meine Models weisen jetzt nicht so viele Falten auf, eher Lachfalten, aber trotzdem finde ich sie zu hart. Ich finde es auch absolut schwierig, realistischer zu zeichnen, also noch realistischer. Vom Hyperrealismus bin ich sehr weit entfernt, aber ich übe einfach weiter. Mir reicht es, dass man erkennt, wer das sein soll, und mit jedem Bleistiftstrich gelingt es wenigstens immer mehr. Mir schwirrt seit Wochen ein Bild im Kopf herum, das will einfach raus. Inspiriert hat mich der Song Space Oddity von David Bowie. Kennt ihr den? Ich liebe diesen Song und konnte jedes Mal heulen. Nicht, weil der Song von David Bowie gesungen wurde, sondern weil er auf der ISS gesungen wurde, von einem Astronauten mit seiner Gitarre und mit diesem gigantischen Ausblick auf das Weltall und die Erde. Diese Version von Commodore Chris Harfield hatte ich zuerst entdeckt und hat mich einfach überwältigt. Warum? Weil ich eigentlich auf ein Raumschiff gehöre. Hört sich total verrückt an und Augen auf bei der Berufswahl, aber ja. Wenn die mich heute anrufen, dass die mich auf einer Mission brauchen, dann komme ich mit. Also muss wenigstens dieses Bild aus meinem Kopf. Ich habe dazu erstmal ganz grob die Skizzen angefertigt und dann mit Acrylmarkern koloriert und dann festgestellt, dass ich kein schwarzes Gesso habe. Also erstmal abwarten und dann endlich loslegen. Außer Grundieren und etwas Alufolie mit Artpodge auftragen wurde es diese Woche aber nicht mehr, aber wenigstens bin ich schon mal angefangen. Meine kleine Animation musste auch noch gemalt werden. Dafür habe ich mein Clipstudio benutzt und auf meinem ollen Wacom gezeichnet. Ich habe früher viel mehr digital gezeichnet, aber zurzeit bin ich viel lieber analog unterwegs. So nenne ich übrigens die traditionelle Mal- und Zeichenkunst gerne. Die Animation habe ich dann mit Photoshop gemacht und das klappte ganz gut. Was auch ein netter Sonntagsvertreib ist oder beziehungsweise für ein gemütliches Wochenende, ist ein lustiges Spiel, was wir gefunden haben. Und zwar ist das sicherlich für den einen oder anderen
tatsächlich mal ein Tipp für das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, was vielleicht noch fehlt. Es ist ein Zeichenspiel, das nennt sich Picture Points. Und es geht darum, dass man innerhalb von 30 Sekunden das zeichnen soll, so wie man glaubt, es auszusehen hat. Also im Sinne von, ich habe eine akustische Gitarre und dann zeichne ich die akustische Gitarre und muss aber alle Elemente mit einzeichnen, an die ich mich erinnern kann, und bekomme dafür dann Punkte. Und das ist echt schwer, wenn man sich solche Begriffe vorstellt, die man vielleicht auch noch nie gehört hat, zum Beispiel aus der Tierwelt, und dann irgendwas da versucht aufs Papier zu bekommen in 30 Sekunden. Und da geht es noch nicht mal darum, dass man gut zeichnen kann, sondern es geht wirklich darum, dass man diese Punkte trifft, also diese wichtigen Elemente von der Zeichnung. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Das Spiel ist im Moses Verlag erschienen und es hat 13 Euro gekostet und das ist für 3 bis 5 Spieler eigentlich gedacht. Aber es macht auch zu zweit Spaß, wie man hier jetzt vielleicht sehen kann. Computer aus. Bist du bereit? Mhm. Da drüben. Oh ja. Wir haben den Hut. Ein Hut. Weiße Tupfen. Eins. Zwei. Weiße Tupfen. Lamellen. Fünf. Stiel. Zwei. Der Ring. Lamellen? Hast du Lamellen? Sind das Lamellen? Ja, das sind Lamellen. Der Ring. Fehlt. Der Ring fehlt. Aber ein Stiel, also 8, 10. Der Start. So rum? So. Ach, so sieht das aus. Ach richtig, da ist ja Gebämsel drauf. Sind die Pappe angemalt? Ich musste da irgendwie eine Flagge drauf kriegen. So groß. Ich würde mal sagen. Sollen, nö. Die Form an sich nicht so? Kein Punkt? Ich würde mal sagen, wir geben unsere deutsche Staatsbürgerschaft ab und wandern aus, aber ganz weit weg. Alaska oder ich so. Sag mal, null. Ich war davon überzeugt, dass da Fenster drin waren, aber. Computer aus. Und deine Backe sieht tatsächlich schöner aus als meine. Die Augenbinde, wir haben eine Waage. Eine Waage sind also schon mal 2. Die Augenbinde haben wir beide nicht. Nein. Ein Schwert. Faltengewand. Hab ich da extra drum gemalt? Da sind Falten drin, komm. Na gut. Beide nicht. Eine Schlange. Kacke auch nicht. Ich dachte, die hat den Hut auf. Computer aus. Sieht mir aus wie so ein Schwein. Was heißt Schwein? Soll das ein Okular sein? Nein, das ist so eine Einstellschraube für die Höhe. Das heißt, du hast kein Okular. Okular ist da. Ist das hier ein Okular? Ja. Also das soll dein Okular sein? Ja. Da würde ich jetzt aber eigentlich sagen, nein, aber ist egal. Warum? Ach, ein Okular ist doch etwas, wo man reinkommt. Aber ein Tubus. Hast du einen Tubus? Hast du nicht. Ich habe einen Tubus. Wo? Wetter. Ja. Das ist doch die Verlängerung. Die ist doch hier zu sehen. Gut. Objektiv. Revolver haben wir nicht. Hier. Sehe ich da auf dem Bild aber nicht. Doch. Nein? Bei dir sehe ich keine. Da. Direkt unterm Objektivtisch. Bitte schön. Wo ist bei dir das? Da ist noch unterm Objektivtisch. Ist bei dir auch. Also keine fiese Mathematik dir. Aber den Objektivtisch habe ich. Fuß habe ich 4. Gibt doch nur einen. Hast du auch einen Strich? Da. Ich kenne das Tablet. Das hast du doch gerade schon benannt als was anderes. Nein. Das war das Okular. Den Tubus habe ich nicht. Das hat einen Strich.
Den Fuß habe ich übrigens auch. Was ist da? Über nicht so aus wie auf der Zeichnung. Dein ganzes Ding sieht nicht so. Sind sich die auch nur ansatzweise ähnlich? Also ich möchte ja ganz klar behaupten, die Runde geht an mich. Falls ihr euch fragt, was ein Weinglas auf meinem Schreibtisch zu suchen hat, ich helfe gerade meinem Mann beim Kochen. Also die Flasche muss ja irgendwie vernichtet werden. okay, weiter geht's. Hier drauf habe ich mich jetzt auch schon so ewig gefreut, das endlich aufmachen zu dürfen. Das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Da freue ich mich so drüber, dass das endlich angekommen ist und vor allen Dingen auch so schnell. Das sind 3 Scrawler-Boxen. Wie ihr ja wisst, habe ich das Abo ja, Ende letzten Jahres gecancelt. Und seitdem verpasse ich eine tolle Box nach der anderen, sodass ich mich schon wirklich sehr ärgere, das Abo gecancelt zu haben. Oh, hier ist sogar eine Lasche zum Aufmachen und ich schneide hier die ganze Zeit rum. Zack. Ist aber eine schöne Lasche hier. Ganz einfach, wenn man einmal weiß, wie. Wie gesagt, eine schöne Scrawler-Box nach der anderen habe ich verpasst. Also es waren natürlich auch noch mal Boxen dabei, wo ich sage, nee, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber gerade so die letzten, weiß ich nicht, die letzte war, glaube ich, auch nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Aber davor, die war schön. Guck mal, wie schön die verpackt ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Combo-Sets oder ein Combo-Set mir zu bestellen. Und zwar ist das das Expressive Combo Kit. Man bekommt 3 Scrawler-Boxen. Man weiß auch schon, welche das sind. Und das ist jetzt die Box September 21, die Mai-Scrawler-Box und die August-Scrawler-Box, die ich auch unbedingt haben wollte, wo ich richtig neidisch war, dass es die nicht mehr gab. Und ich bin so happy, dass ich sie jetzt habe. Plus, ich habe ein... Boah, ich wusste gar nicht, dass das so dick ist. Ein mega cooles Sketchbook. 140 Gramm Papier, All Media. Und es ist weiß. Es ist weiß. Ich habe noch nie ein weißes Sketchbook gehabt. Mal gucken, wie lange das gut geht. Ich kenne mich ja. Ich sau hier rum und dann ist es nicht mehr so schön weich. Weiß. Weich. Das Papier, was hier drin ist, fühlt sich ganz soft an. Das finde ich ganz cool. Ich bin auch sehr begeistert, wie viele Seiten hier drin sind. Ich glaube, das ist auch das dickste Sketchbook, was ich jemals hatte. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Da freue ich mich total drüber, dass ich das habe. Das kommt jetzt erstmal in die weinfreie Zone. Nicht, dass ich hier noch ein kleines Malheur anstelle. Ich wollte irgendwann mal mit Wein malen, mal gucken. Ich habe nämlich einen Wein gefunden, der ist wirklich pechschwarz und das wollte ich ausprobieren, ob es da Unterschiede in den Farbnuancen gibt. Das wird auf jeden Fall irgendwann mal ein Video werden und falls ihr da Bock drauf habt, dann dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr das auch mit, wenn das irgendwann mal gepostet wird. Ja, dann habe ich hier, wie gesagt, die erste Scrawler-Box. Scrawler-Box ist ja genau wie die Upgrade-Box ein monatliches Abo, was man abschließt. Und man bekommt dann halt eben Art-Supplies. Ich habe es gekündigt, weil es anfänglich Probleme mit dem Zoll gab. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, dass das wohl nicht mehr so das Problem ist und der Zoll halt eben nicht mehr meckert. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich das irgendwann wieder ändere. Das müsste jetzt die September-Box sein. Oder? Nein, es ist die Mai-Box. Ja, genau, es ist die Mai-Box. Genau, steht ja auch drauf. Wer lesen kann, ne? Und zwar war bei der Box so besonders... Also einmal haben wir hier wieder Watercolor Paper. Das ist relativ dünn, das ist aber völlig in Ordnung. Und was aber das Coolste dabei war und warum ich die unbedingt haben wollte, das ist einmal dieser mega coole Druckbleistift, der quasi funktioniert, indem man den hier an der Seite drücken kann. Das finde ich richtig, richtig cool. Und was das allerbeste war, ist das hier. Das sind Watercolor Sheets. Ihr erinnert euch, Moment, an die Viva Colors oder Vivia Colors, die ich übrigens auch noch unbedingt für euch testen muss. Deswegen habe ich mir die auch bestellt, weil ich unbedingt sowas haben wollte.
Und jetzt bin ich total happy, dass man diese Box als Bundle bekommen hat und ich die jetzt doch ausprobieren kann. Ich finde das toll. Also richtig genial. Es sind 12 Farben. Eine ganz gute Farbmischung. Ich packe die jetzt nicht aus, weil die nämlich ziemlich am Krümeln sind. Das mache ich, wenn ich mein weißes Sketchbook ein bisschen zur Seite gelegt habe. Und ja, wie gesagt, der Druckbleistift, mega. Und dieser Pinsel, den finde ich auch einfach nur total hübsch. So einen habe ich noch gar nicht. Ich denke mal, dass man mit dem richtig gut Aquarell malen kann. Und was man natürlich immer gebrauchen kann, das sind Knetradiergummis. Von Brünzel kenne ich noch keinen. Und die Farbe ist natürlich richtig toll. Und ich meine, wegen der Süßigkeit kaufe ich die Box jetzt nicht, aber wem erzähle ich das? Ja, das ist wie gesagt die erste Box, wo ich mich richtig drüber freue. Und dann hoffen wir mal, ob direkt die zweite Box hier drin ist, die ich so toll finde. Das ist die September-Box. Nein, das ist die andere Box, die ich schon habe. Und zwar ist das einmal das richtig tolle Paint-on-Papier, was da drin ist, und zwar in der Farbe Denim. Blau. Und dann sind hier die Derwent Kohle- und Graphitblöcke drin. Die haben auch richtig Spaß gemacht und da ich auch sehr gerne mal mit Kohle und Graphit arbeite, ist das ein Verbrauchsmaterial, was auf jeden Fall gut läuft. Dann ist hier dieser mega coole Artgraph-Block drin. Das ist so ein Kreideblock in Weiß. Also der ist aquarellierbar mit Wasser, klar. Und hier hat man als erstes den 14B Faber-Castell Pitt Graphite Matt kennengelernt. Und was ich natürlich auch klasse finde, ist dieser weiße Goldfarber, weil der halt auf getöntem Papier gute Highlights setzt. Und von den Dingern kann man nie genug haben. Also auch wieder eine Win-Win-Situation. Da freue ich mich, dass ich die Box habe. Jetzt wird es langsam eng auf meinem Schreibtisch. Und die letzte Box. Und wie gesagt, da war ich so richtig neidisch, dass ich diese Box nicht mehr im Abo hatte. Denn das war die Box mit 250 Gramm Drawing Paper. Das ist richtig schön glatt. Das finde ich sehr gut. Das kann man sicherlich auch für Marker benutzen. Aber diese Box hatte keine Marker drin, sondern schaut mal. Die Sennelier Ölpastille in einer Farbauswahl, die ich richtig klasse finde. Und was ich gut finde, ich wollte die schon immer testen, weil das wirklich sehr, sehr hochwertige Pastelle sind, also Ölpastelle. Und ich habe ein paar Ölpastelle und hier sind auch nochmal ein paar Sheets zum Testen und anscheinend als Werbebeigabe. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Steht gar nicht drauf. Wollte ich jetzt auch nicht auspacken. Das schmiere ich mir ja auch wieder nur rum. Aber wie gesagt, hier ist so ein kleiner Block mit ein paar Sheets zum Swatchen dabei. Das finde ich richtig klasse. Und wir haben halt wieder einen Papierstumpen. Und wir haben einen Radiergummi. Da kann man ja auch nie genug von haben. Und wir haben zum Kratzen ein kleines Holztool. Und wir haben einen Staedtler 5B Bleistift zum Vorskizzieren. Also insgesamt eine Box, die ich absolut liebe. Und ja, ich freue mich da total drüber, dass ich die jetzt endlich habe. Wenn ihr eine dieser Boxen näher vorgestellt haben wollt, beziehungsweise wenn ich für euch die Sachen ausprobieren soll, dann lasst es mich gerne wissen. Dann mache ich da auch ein Video zu. Ansonsten wäre es das jetzt mit diesem Teil von meinem kleinen Art-Vlog, den ich ja gerade für euch hier mache. Noch eine kleine Tour durch meinen Adventskalender, den ich dieses Jahr von Upgrade ja, mir bestellt habe. Und die ersten Türchen zeige ich euch. Ich bin recht begeistert. Ich hoffe mal, das wird den Adventskalender über so bleiben. Und ich werde euch auf jeden Fall noch ein Fazit dazu geben, wenn es an der Zeit ist und alle 24 Türchen aufgemacht worden sind. Und wir sind nun schon auch am Ende des Videos angekommen. Mir bleibt zu sagen, ein ganz liebes Dankeschön, dass ihr mich bis jetzt begleitet habt, dass ihr euch das Video bis zuletzt angeschaut habt. Das ist mal ein ganz anderes Format, wie ich sonst immer mache. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht auch Einblicke zu bekommen,
Und wenn ihr etwas näher sehen wollt, wie jetzt zum Beispiel die Scrollerboxen oder halt das Spiel, vielleicht möchtet ihr davon noch mehr sehen. Vielleicht habt ihr auch Lust, selber Karten dafür zu erstellen. Das wäre mal so eine Community Art Challenge. Falls ihr da Bock drauf habt, dann lasst es mich total gerne wissen. Ich hätte da nämlich richtig Spaß dran, denn das gibt noch so viele Begriffe. Und in den Picture Points sind halt eben nur 51 Karten drin. Die kennt man ja irgendwann mal und deswegen wäre das doch cool, wenn man da ein paar mehr hätte. Aber das sollte jetzt erstmal genügen. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir bitte ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Aktiviert dazu auch die Glocke. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.